Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Die spannende Musik setzt schon wieder ein. Wir sind hier und ich muss gerade noch mal ein Stück die Jalousie noch ein bisschen runterkurbeln, damit das hier nicht so blendet. Hier sind wir stehen geblieben, ja. Wir können, glaube ich, noch einmal speichern, oder? Ja, also wir haben noch einen offen, no problemo, da sag ich da nur, ne? Hustet einer, das war nicht ich. Die Hitzeperiode ist, ja, es hat sich ein bisschen abgekühlt. Vorgestern war ganz schlimm, gestern hat es richtig gedonnert, heute ist es aushaltbar, ja. Es sind nur noch 24 Grad, nichtsdestotrotz habe ich hier alles abgedunkelt, damit ich was sehen kann. Eistee ist das Standardgetränk geworden in diesen Tagen. So wie Wassereis auch quasi. Ja, wen spielen wir nochmal? Mac war das, ne? Mac, der hat zwei Flaschen mit, Metallsägeblätter, Passierschein, Stadt, Geld. Und wir sollten uns jetzt, glaube ich, eine Fahrkarte kaufen, ne? Kaufen Sie eine Fahrkarte. Gestapo überprüft die Fahrkarten der Reisenden, deshalb müssen Sie am Schalter eine Fahrkarte kaufen. Gar kein Problem. Ich habe gesehen, hier ist einer drin. Der Klempner hat da was, ne? So, ich werde jetzt erstmal gucken, was ich hier machen kann an diesem Ding. Was hat mir das jetzt gebracht? Ah! Wir haben den abgelenkt. Alles klar. Moment. Schätze mal. Halt! Sie stehen unter Arrest! Halten Sie sofort an! Das dürfen Sie nicht haben! Bitte was? Aber warum denn nicht? Warum durfte ich da jetzt nicht vernünftig rein? Kann mir das wer erklären? Kann ich denn jetzt hier so einmal... Jawohl, kann ich. Ja, ne, dann warten wir hier. Ich werde erstmal kein Objekt in der Hand nehmen. Ich verstehe das jetzt nicht. Moment, kaufen Sie eine Fahrkarte. Gestapo überprüft die Fahrkarten der Reisenden, deshalb müssen Sie am Schalter eine Fahrkarte kaufen. Ja, aber warum hat der Typ mich denn jetzt entdeckt? Weil ich die Metallsäge in der Hand hatte oder was? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das macht irgendwie nicht viel Sinn. Hab ich so das Gefühl. Ah, guck mal, kann man auch nach hinten gucken. Es macht wenig Sinn, ne? Weil, ich sag mal, wir kaufen unsere Fahrkarte. Da sehen wir nicht gerade vom Aussehen her anders aus, ja? Und die Gestapo im Zug, die würde uns da nicht erkennen. Aber die Typen, die jetzt da sind, die erkennen uns, oder was? Das ist für mich logisch nicht nachvollziehbar. Da redet wer? Anarchistengruppe? Was? Okay, wir gehen wieder raus, ne? Ich werde den wohl nochmal ablenken müssen, ne? Denke ich mal. Ich weiß nicht, was die anderen zwei Räume da waren, aber da will ich eigentlich gar nicht rein. Wir werden nochmal jetzt hier drehen. Die Frage ist natürlich, was macht der Typ dort an der Tür? Warum dreht er sich so? Okay, er hat mich gar nicht bemerkt, das ist wunderschön. Um Gottes Willen, was ist denn da jetzt passiert? Die haben da wohl einen festgenommen, er macht die Arme hoch, aber er weiß nicht, was abgeht. Ein Soldat hat einen Drehwurm. Das ist nicht euer Ernst jetzt hier, ne? Muss ich jetzt, ist das jetzt hier kaputt oder was? Ich hab das Gefühl, das ist jetzt hier kaputt. Ich muss da ja quer rüber. So. Moment. Ich wende erstmal den Trick an, ja? Genau den Trick. Damit der hier nicht reinkommt. Wenn der Trick überhaupt funktioniert. Kommt er jetzt von hinten rum oder was? Moment. Was ist da jetzt los? Also ich weiß nicht, was die jetzt hier glotzen, ne? Das ist so...
Musik ist nicht da. Und hier kann ich auch nicht viel machen, ne? Also es ist nichts... ich habe nur den einen Weg. Den Kneppner, den interessiert das gar nicht, was da abgeht anscheinend. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, was soll ich denn jetzt... Was ist denn jetzt hier der Plan, bitteschön? Ich kann da doch jetzt nicht einfach hier so... Ich kann da jetzt mit Geld rausgehen, aber was bringt mir das denn, bitteschön? Kann ich jetzt... Also ich habe so das Gefühl, dass ich das Spiel kaputt gemacht habe. Die sitzen da mit Händen über dem Kopf, als hätte hier ein Massaker stattgefunden, echt. Aber dabei ist doch gar nichts passiert. Zwei einfache Fahrkarten nach Ebersbach, bitte. 6 Reichsmark, bitte. Haben wir. Danke, angenehme Fahrt. Neues Ziel. Verlassen Sie den Bahnhof. Moment, ich muss jetzt den ganzen Weg nochmal zurück, oder wie soll ich das verstehen? Verlassen Sie den Bahnhof durch den Haupteingang. Nochmal zurück. Durch den Haupteingang. Kann ich denn jetzt hier nochmal raus, hinten jetzt, oder was? Also ich weiß nicht, wie ich das verstehe. Kommen Sie her. Ich? Was machen Sie hier? Gar nix. Halt! Was? Warten! Was? Leb! Stirb nicht! Oh Gott! Wir sind fast tot. Alter! Da hat er mich eiskalt durch den Lüftungsschacht getroffen. Leck mich hart am Arsch, ey. Eiskalt. Ja, wir werden dann wahrscheinlich den gleichen Weg nochmal zurückgehen müssen, oder wie soll ich das verstehen? Wir sind doch auch von da gekommen, hinten, oder nicht? Nee, Quatsch, wir sind von hier gekommen. Von hier sind wir gekommen. Wir werden dann wahrscheinlich dann hier irgendwie lang gehen müssen dann. Eieiei, wird das kompliziert. Gut, naja, ist ja nicht so schlimm. Ich verstehe noch nicht, warum ich den Kneppner hier ablenken muss. Der macht doch gar nichts. Der erkennt mich auch nicht. Da. Läuft da wieder eine Runde jetzt erstmal. Der Soldat ist auch nicht da, ne? Also ich verstehe es nicht. Hier ist nichts los. Also da ist... Es ist hier nichts los. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Kann ich vielleicht... Halt! Sie stehen unter Arrest! Er meinte den, alles klar. Ja, von dem halte ich mal mich... Sie Hans Drescher? Nein, bin ich nicht. Sie passen zu seiner Beschreibung. Alles klar. Reiner Zufall. Sind Sie einfache okay, jetzt verstehe ich das ein bisschen. Arbeiterunion Deutschlands? Ich weiß gar nichts über die. Ich frage sie noch einmal. Danke, angenehme Fahrt. Ich verstehe jetzt noch nicht. Muss ich jetzt hier hinten rum? Oder nicht? Kommt das wohl? Ich nehme da mal stark an. Was? Was? Was machen Sie hier? Was ist das? Dieses Sperrgebiet. Lauf doch, du Bastard, du! Ach, Mann! Also, ich versteh's nicht. Ich versteh's bei Gott nicht. Das ist mal wieder so eine richtig epische Levelbeschreibung, ja? Du hast keinen Plan, was du überhaupt machen sollst und wo du hin sollst, ja? Wo ich hin soll, weiß ich, aber wie? Muss ich hier hinten rum? Was ist das hier überhaupt für ein Gebiet? Da war ich noch nicht. Alter Vater, echt. Hey, was machen Sie da drin? Schnauze. Machen! Jetzt kann ich den wieder nicht schlagen. Noch anders. Jetzt können wir nämlich mal prüfen. Ha! Es klappt echt. Der kann nicht rein, wenn ich durchs Schlüsselloch gucke. Das ist geil, wa? Machen!
kannst du aber lange hier dran rütteln. Was wird das denn jetzt hier? Freund, hier ist vorbei. Ich weiß nicht, ob der Soldat noch da ist, aber das ist mir Wurst. Ich werde schön warten, bis der jetzt hier aufsteht, dann ist Feierabend. Ey! Ich... Ey! Der Einzige, der hier schlägt, das bin ich, Herr. Damit du dir das merkst, Freundchen. Ach, du gibst mir jetzt auch keine Fahrkarten, oder was? Dann komme ich auch nicht rein, herrlich. Egal, dann kann ich das wenigstens mal nutzen. Achtung! Ja, gut. Och, Mann, ey. Ach, da ging's rein. Moment. Da ging's rein, habe ich gerade gesehen. Dann ist das vielleicht tatsächlich der richtige Weg. Jetzt wissen wir anscheinend, dass der Klempner uns doch erkennt. Da muss ich kurz einen Schluck nehmen. Halt! Was tragen Sie da? Wachen! Was ich trage? Geld! Ja, treff mich durch die Wand durch. Ah, ich kann da nicht schlagen, wenn ich Geld in der Hand habe. Mein Gott! Ja, willst du auf Toilette? Dann geh mal. Schon schlimm, ne? Wenn man nicht trifft mit der Waffe. Ah, hab ich dich! Jetzt ist hier Feierabend, Freundchen. Gestapo-Mando. Ab in die Toilette. Hast du da extra Tür aufgemacht für. Tschüss. Das sind nicht wenig. Oh oh. Nein, 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 nein. Oh shit. Kommen die jetzt hinterher? Oh shit. Die kommen, glaube ich, jetzt auch von der Seite. Was machen die? Auf wen schießen die da hin? Wen schießen die da hinten, ey? Was geht denn da ab? Die schießen sich jetzt gegenseitig kaputt, oder was? Jetzt mal ohne Spaß, warum? Wer schießt da? Oh. Alter, wie... Das gibt's nicht. Oh, er hat ihn getroffen. Nice. Die erschießen sich alle gegenseitig. Oh, Mann. Jetzt kommt da noch irgendein Zug angefahren von Weitem. Ich weiß nicht, ob der Alarm irgendwann mal abklingt oder nicht. Ich drehe mich jetzt mal hier hin, ne? Wer schießt dort? Oh, hier ist zu. Hier geht's gar nicht mehr raus. Kann ich telefonieren? Möchte gerne die Polizei rufen, wegen unwillkürlichen Anschießens. Wollte mir nur eine Fahrkarte kaufen, ja? Ja, also sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wie können die mich denn noch von da hinten sehen? Oh, hier komme ich auch nicht durch. Kann ich hier durchgucken? Tatsache. Da stehen eiskalt Panzer hinten. Ja, so allmählich müsste das jetzt mal abklingen, ne? Das Problem ist, dass wir schon von Anfang an so wenig Leben haben.
Aber ich glaube, es wird jetzt langsam abklingen, oder? Langsam hier, langsam. Weg, weg mit dem Alarm. Ich werde noch ein bisschen warten. Ja, jetzt ist vorbei. Sind die jetzt weg? Aber was schießen die da noch? Vor allem, wie viel Munition hat der denn, bitteschön? Da ist einer durchgedreht. Der ist durchgedreht, vollkommen. Der schießt hier irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was der da vorhat. Ich weiß es nicht. Aber es ist lustig. Klempner interessiert sich noch. Der ist das. Sag mal, was macht der da? Schießübungen oder was? Oh! Und warum will er jetzt hier rein? Auf Toilette oder was? Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Die sind doch alle krank. Krank seid ihr. Ich glaube, da ist jetzt ein Komplott ausgebrochen, weil die sich alle gegenseitig erschossen haben. Die sind total jetzt kaputt. Der steht da noch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Was steht da? Kreistag. Kreistag. Oh je, was ist hier passiert? Was habe ich getan? So war die Geschichte wirklich. Zweite Weltkrieg ging für Deutschland dadurch verloren, weil sie sich alle selbst erschossen haben. Da war nichts mit Alliierten, die kamen. Das war McDonald's. McDonald, der am Bahnhof das Komplott in Bewegung gebracht hat. Ein durchgedrehter Offizier hat Nerven verloren und hat um sich wild um sich geschossen. Und dann nahm alles seinen Lauf.